Und da sind wir wieder mit dem Gruma-Profi on Tour. Heute sind wir im Althüttel Sechselberg beim Hundesalon Fusselbude. Ich freue mich schon sehr auf Daniela und bin gespannt, was mich dort erwartet. So, dann schauen wir uns doch mal die Fusselbude. Ich finde den Namen genial. Gucken wir uns mal genauer an. Hier hat man einen schönen Platz, da können sich die Kunden hinsetzen, die ihren kleinen Liebling nicht alleine lassen wollen. Und eine schöne Theke. Und da steht auch schon die Daniela mit dem kleinen Toni-Fussel. Ja. Ist ein Püdelchen, oder? Ja, der Toni ist ein Toy-Pudel. Und ein ganz verschmuster. Du bist ja scheinbar eine Verschmuste mit deinen Hunden hier, ha? Huh? Ja. Also kuscheln und schmusen ist bei der Pflege inklusive, ja? Unbedingt. Und wie machst du das, dass du den Hunden die Angst nimmst? Also es gibt ja viele Hunde, die so ein bisschen Angst haben vor dem Hundefriseur. Also ich habe eigentlich immer nur einen Hund hier am Salon. Ich richte mir das so ein, dass es zeitlich einfach ja, keine Überschneidungen gibt. Mhm. Außer der Hund ist jetzt mal verfilzt. Dann versuche ich eigentlich den Nachkommenden anzurufen oder WhatsApp zu schreiben, dass es einfach ein bisschen später wird. Dass es keinen Stau gibt und dass du nicht in Hektik gerätst, weil Hektik überträgt sich auf den Hund. Ja. Ja. Also immer einen Hund, auf den du dich komplett einlässt, sodass der Hund die Möglichkeit hat, sich auch auf dich einzulassen. Genau. Daniela, Hundefriseur, ist das für dich ein Traumberuf? Ja. War schon immer irgendwie, ja, dass ich mit Hunden aufgewachsen bin und habe dann halt später dann mit einer Shih Tzu-Hündin ja, die Liebe zum Schneiden entdeckt und habe dann eben vor 13 Jahren eine Ausbildung gemacht zum Hundefriseur. Ja, und 13 Jahre ist ja schon eine lange Zeit, ne? Ja. Also das heißt, man könnte schon fast sagen, du bist so mit allen Wassern gewaschen. Ich habe gehört, du machst Katzen auch. Ja. Aber Katzen, boah, also die können schon mal ein bisschen bierstick sein, oder? Ja, durchaus. Und wie handhabst du das dann mit den Miezi-Katzen? Samtpfötchen. Mhm. Ja, man muss schauen, wie reagieren die. Die sind ja meistens hier dann doch eingeschüchtert auf dem Tisch, gucken nach draußen. Ja, und das ist natürlich praktisch, dass die da direkt vom Grooming-Tisch, dass die hier direkt vom Grooming-Tisch nach draußen gucken können und ein bisschen die Gegend beobachten können, ne? Ja. Und wenn du jetzt so ein bisschen renitente Katzen hast, bleibt da der Besitzer dabei? Können die die halten? Besitzer sind immer dabei. Kriegen die dann Handschuhe? Nö. Du arbeitest auch ohne Handschuhe? Ja. Das funktioniert immer. Du bist mutig. Respekt. Respekt. Miezekatzen beißen nicht nur, die kratzen auch. Also die haben 5 Waffen. Ja. Also es ist ja nicht nur so, dass ein Hund mal zwicken könnte, aber Katze könnte eben auch mit 5 Waffen zugange sein. Aber du hast es im Griff. Ja, man muss einfach die Katze lesen. Lesen? Ja. Was bedeutet lesen? Das Verhalten der Katze, was das Schwänzchen macht. Und die Augen. Yay, Daniela, was haben wir denn da? Das ist die Amy. Ein Mädchen. Ja, die liegt sehr gern im Dreck. Im Gebüsch. Naja, mein Gott, das ist eine Freigängerkatze, da ist die halt auch mal schmutzig. Was ist denn das für eine Rasse, bitte? Eine Maine Coon. Ja, eine schöne Maine Coon, eine Langhaarkatze. Mhm. Maine Coons erkennt man auch an den Puscheln, an den Ohren, ne? Das ist so luchsartig, oder? Ja, die einen haben es mehr, die anderen weniger. Der Schwanz ist dann... Das ist ja ein Prachttier. Oh mein Gott, da gehen ja die Haare raus. Oh ja. Aber die liebt es ja. Ja, die lässt es mit sich machen. Die ist das gewöhnt. Naja, es wäre auch verwunderlich, ne, wenn sie beim Grooma-Profi Hundesalon, das jetzt nicht so toll fände. Was für ein schönes Tier. So.
Schaut euch das mal an, was aus dieser kleinen Miezekatze, naja, kleines Gut, 6,5 Kilo hast du gesagt, gell? 5,5. 5,5 Kilo, was da rauskommt an Wolle und an Fell. Jetzt muss man mal dazu sagen, wir haben ja jetzt noch gar nicht so heiße Temperaturen, ja? Wenn es jetzt heißer wäre, ist es ja, wie wenn die mit einem Pelzmantel durch die Gegend läuft. Ja. Katzen schwitzen ja auch, richtig? Ja. Hecheln die? Ja. Wie Hunde? Ja. Wenn es ihnen zu heiß wird? Zu heiß oder Stress? Ah, okay. Also hecheln sie, wenn es ihnen zu heiß wird oder wenn sie Stress haben. Ja. Und wenn man die jetzt eben von dieser ganzen Wolle befreit, kann die sich in dem Fall aus Freigängerkatze auch wieder wesentlich wohler im Freien draußen fühlen. Ja. Weil diese lose Wolle schützt auch vor nichts, oder? Nö. Die schützt nicht wirklich. Die macht das alles noch dichter und verfilzt und gibt so einen richtig schönen Panzer. Wie oft würdest du jemanden, der so eine Katze hat, also ob das jetzt eine Maine Coon, eine Norweger ist oder eine Perserkatze, die sind ja ähnlich strukturiert vom Fell her, wie oft würdest du empfehlen, dass die kommen zum Pflegen? Also die meisten kommen 4 Wochen Rhythmus. Alle 4 Wochen? Ja, weil sie einfach sagen, von der Pflege her zu Hause geht nichts. Mizi lässt sich das nicht machen. Ja. Ne? Auch Mizi ist verwöhnt. Ja, genau. Die Mizi macht einmal ein Miau und lässt sich nicht gefallen. Ja, und dann sagt der Mann, hör auf, die Katze so zu quälen. Hm? Ja, kennen wir alle, wissen wir, ist normal. Ja. Ja. Aber guckt euch das mal an, was da rauskommt aus so einem kleinen Tierchen. Und da kann man sich auch wirklich gut vorstellen, wenn man das nicht regelmäßig rausholt, was da an Wolle drin ist, dass das natürlich einen Filzpanzer gibt. Das ist schon klar. Ja. Liebe Daniela, ich bedanke mich bei dir von ganzem Herzen, dass ich heute bei dir sein durfte und dir ein bisschen bei der Arbeit über die Schulter schauen durfte. Lass es dir gut gehen und bis bald. Jo, danke auch.